Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich mir mal wieder den Grading Service von Comic King angucke, weil der gute Comic King hat mich vor circa 2 Wochen angeschrieben und mir davon erzählt, dass sie jetzt auch Grading Service für Sammelkarten, Funko Pops und Videospiele anbieten und hat auch direkt den gleichen Anzug gefragt, ob ich Lust hätte, mir das Ganze mal gemeinsam mit euch in einem Video anzugucken. Und da ich ein riesiger Videospielsammler bin und obendrauf die ganze Thematik mit Grading immer noch so super interessant fand, dachte ich mir, okay, komm, dann lass das Ganze noch verbinden mit deinem Interview, und deswegen findet ihr zum Schluss dieses Videos auch noch ein kleines Interview mit dem guten Comic King, wo wir gemeinsam über das Grading im Allgemeinen diskutieren werden und dazu gemeinsam begutachten, was für eine Slab mit was für eine Bewertung ich jetzt nach Hause geschickt bekommen werde, nachdem das Ganze halt hier im Kasten ist. Wir haben heute den 10.03.2024, 17.53 Uhr an einem Sonntag, und ich gehe fest davon aus, dass der zweite Teil zu diesem Video in circa 3 Monaten aufgenommen wird. Ich habe jetzt echt eine harte Woche hinter mir, weil ich habe so die letzte Woche bis 1,5 Wochen die ganze Zeit überlegt, welches Spiel ich mir jetzt veredeln lassen soll, und habe dann im Endeffekt die Wahl auf einen Superheldentitel fallen lassen, und das ist dann im Endeffekt Batman Arkham Knight geworden in der Special Edition Steelbook Version und ist halt eine Spielserie, die gnadenlos fett ist, und dazu kommt noch der Faktor, dass ich halt den Arkham Knight Teil auch noch für die PlayStation 5 und für den PC besitze. Sprich, wenn ich irgendwann nochmal Bock habe, das Game zu zocken, kann ich es halt auf der PlayStation oder auf dem PC zocken, und da ich mittlerweile eh viel lieber mit dem PlayStation 5 Controller spiele, ist das eh so eine Sache, dass wenn ich es nochmal zocke, ich dann eh die PlayStation Version zocken werde. Und da das Steelbook in einem gnadenlos guten Zustand ist, da ich nämlich die Xbox Version noch nie durchgespielt habe, hat das Spiel allerhöchstens 3-mal in meiner Xbox drin gelegen, und demzufolge sieht es fast ungebraucht aus. Dazu kommt noch der Faktor, dass ich noch alle Werbeflyer besitze, die dabei gewesen sind, und die ganzen Download-Code-Karten, und habe die Downloads tatsächlich damals eingegeben. Allerdings sind das keine Download-Karten gewesen mit so Rubbelfeldern. Es waren Download-Karten, wo der Download direkt offen sichtbar gewesen ist, und demzufolge müsste das, was diese ganzen Faktoren angeht, in echt tadellosem Zustand sein. Allerdings wissen ja die meisten von euch, hat Xbox immer dieses Siegel drauf, und diesen Aufkleber mit dem Siegel, den reißen die meisten ein. Viele lassen ihn an der Hülle dran. Ich persönlich habe ihn dann komplett abgemacht, und ich bin gespannt, ob das eine Note Abzug gibt oder ob das so mit zur Verpackung zählt, und in dem Moment, wo es halt nicht mehr zielt ist, ist es dann auch egal, ob noch der Siegelaufkleber dran ist oder nicht. Aber das sind alles Sachen, die werden wir erfahren am Schluss des Videos, werden wir uns mit dem guten Comic King hier im Interview unterhalten, und wenn wir dann halt sehen, wie das ganze Ding hier bewertet wurde von CGC. Und ich würde sagen, damit stürzen wir uns dann jetzt auch schon direkt auf die Internetseite von Comic King und gucken uns an, wie das hier mit dem Grading Service aussieht, und wählen dann natürlich auch direkt hier den Grading Service aus. Und ich gehe fest davon aus, dass wir hier wieder so eine Art Quiz haben werden, weil das hat der gute Comic King auch in der Comic-Abteilung. Und ich scroll deswegen direkt mal weiter nach unten, und da sehen wir es auch direkt hier. Quiz starten in 30 Sekunden zum richtigen Service. Ich klicke es direkt mal an. Das erste Fenster öffnet sich. Was möchtest du graden lassen? Comics, Karten, Funko Pops, andere Sammlerstücke. An der Stelle ist es natürlich ein anderes Sammlerstück. Dann wird mir direkt ein Vorschlag gemacht. Und wenn ich dann weiter runter scrolle, bin ich dann auch schon beim Gaming Grading Service. Und genauso wie bei den Comics hat das jetzt halt der gute Comic King extrem vereinfacht, sodass man jetzt eigentlich nur den Videospiel-Service auswählt. Und welche Konsole, welche Edition und was sonst noch so alles relevant ist, interessiert an der Stelle gar nicht, weil man halt für jede Videospielplattform, jeden Titel graden lassen kann, und der Preis liegt hier an der Stelle halt bei den Service von Comic King immer bei 60 €, was ich richtig cool finde, muss ich sagen. Also ist im Endeffekt egal, was man sich graden lassen möchte. Ich habe das Ganze jetzt hier im Warenkorb drin, gehe direkt zur Kasse und bin dann auch schon bei der Seite angelangt, wo man seine persönlichen Daten angibt. Und ich würde sagen, ich mache das nochmal eben schnell, werde natürlich jetzt nochmal groß auf mich rauszoomen, dass hier das Private privat bleibt, und
Nimm aber eine andere E-Mail-Adresse und ihr seht selber, ging wieder sehr schnell der ganze Bestellvorgang. War das letzte Mal ja auch so, da war ich ja schon fast verwundert, dass es so schnell ging. Und als ich schon das Video veröffentlicht habe, hatten mich einige Zuschauer darauf hingewiesen, dass es jetzt sogar noch mal einfacher ist. Und ich im Endeffekt bei dem Zeitpunkt, wo ich dann halt mein Video aufgenommen hatte, sogar noch einen Schritt mehr machen musste, als man es dann hinterher machen musste. Und finde es super, dass das so übertrieben schnell geht. Ich habe jetzt hier schon meine Adresse und alles eingegeben. Geben und werde das eigentlich nur noch mit PayPal bezahlen müssen und bin dann auch schon durch. Kostet 60 € insgesamt und ich werde dann morgen am 11.3. das Paket zur Post bringen. Muss mich hier gerade kurz konzentrieren, weil ihr wisst, ich und Multitasking sind wirklich zweierlei Paar Schuhe. Es will bis heute nicht funktionieren und ich würde sagen, ich werde jetzt die Bestellung bezahlen. Weiter zur Überprüfung der Bestellung noch ein Schritt. Ich bin gut. PayPal ist verbunden, deine Bestellung wird bearbeitet, steht das hier auf dem Display drauf. Und damit ist alles erledigt. Zurück zum Shop. Bestellung ist betätigt. Ich würde jetzt ganz gerne nachgucken, wie es aussieht mit meinen E-Mails. Ich wollte gerade sagen, mein Handy ist gerade nicht erreichbar, aber sehe da, man kann auch auf dem PC seine E-Mails öffnen. Und verzeiht mir, dass ich gerade nicht in die Kamera gucke. Ich mache direkt mal meine E-Mails auf und gucke, ob ich hier schon eine E-Mail von Comic King habe. Und sehe da, die erste E-Mail ist schon da mit zwei Anhängen. Hier steht schon drin: Vielen Dank für deinen Einkauf. Wir bereiten deine Bestellung gerade für den Versand vor. Wir benachrichtigen dich, sobald die Bestellung verschickt wurde. Ist natürlich jetzt hier so ein Standard-Text, besser gesagt, weil natürlich wird jetzt hier nichts verpackt, weil ich muss es natürlich verpacken. Aber das ist dann dieser Standardtext, den man bekommt, wenn man da auch was normal kaufen würde. Und mehr E-Mails sind jetzt aktuell noch nicht bei mir angekommen. Ich gucke gerade noch mal bei Unbekannt. Da ist keine drin, bei Ungelesen ist auch keine drin. Sprich, das ist der aktuelle Stand über die E-Mails. Ich werde dann jetzt gleich, so war es nämlich bei der letzten Bestellung auch, nochmal eine E-Mail bekommen, wo dann die Bestellung von mir hingeschickt werden muss. Oder besser gesagt, wo mein Videospiel hingeschickt werden muss. Und ich würde sagen, alle E-Mails, die ich bekommen habe und was alles in der Zwischenzeit passiert ist, werde ich euch dann jetzt hier nach dem nächsten Cut zeigen. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt zum nächsten Cut 3 Monate vergangen sind. Wie eben schon zweimal erwähnt, wir haben heute den 10.3. und ich bin gespannt, wann ich den zweiten Teil aufnehmen werde. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach den Sprung zur CGC und zum Interview mit Comic King. Ein paar Monate sind vergangen. Am 24.05. war es soweit und die CGC war bei mir zu Hause. Neben mir seht ihr den wunderschönen Niklas, der sich heute hier die Zeit genommen hat, um mit mir ein bisschen darüber zu diskutieren oder besser gesagt darüber zu reden. Und an der Stelle erstmal, Niklas, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Danke dir auch für die Einladung und ich freue mich, mit dir ein bisschen über das Thema zu quatschen. Ich finde es ja auch so super interessant, weil ich hatte es in den ersten Video zu CGC oder besser gesagt zu euch ja schon erwähnt gehabt, dass ich mich mit dem Thema CGC, Grading und alles, was dazugehört hat, noch nicht gar nicht so lang auseinandergesetzt habe und dass ich in diesem Thema noch relativ neu drin bin. Ich würde sagen, so wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich das erste Mal vor etwas über einem Jahr und an dich direkt die Frage raus, wie lange beschäftigst du dich schon mit Grading und allem, was dazugehört? Ja, also prinzipiell ist das bei uns auch noch nicht allzu lange. Also wir machen das Ganze jetzt so seit knapp 2 Jahren mit dem Grading konkret. Ja, angefangen hat das auch eher so aus einer generellen Comic-Leidenschaft. Aber hier in Deutschland ist dieses ganze Thema Grading ja auch leider noch nicht allzu groß. Das ist ja so ein Trend, der aus den USA kam. Und ich habe mich dann immer mehr auch so mit den amerikanischen Händlern und den Angeboten von denen beschäftigt. Und dann kommt halt immer mehr, sieht man dann halt so Firmen wie CGC, CBCS und die Grading-Angebote. Und dann haben wir bei Comic King sozusagen angefangen, uns da ein bisschen weiter reinzugraben und haben dann halt auch gemerkt, hey, hier in Deutschland gibt es viele Sammler, die träumen auch vom eigenen CGC-Slab und wollen auch bei einer professionellen und weltweit anerkannten Firma sozusagen ihre Hefte verkapseln lassen. Und so haben wir uns dann immer weiter in das Thema sozusagen reingegraben. Und ja, Stand aktuell heute haben wir jetzt da mehrere Jahre Erfahrung, viele tausend Hefte eingesendet und ja, arbeiten eigentlich auch größtenteils mit CGC exklusiv zusammen. Also wir haben neben CGC nur noch mit Beckett sozusagen Grading Service Angebot, aber das ist so der Kern, worauf wir uns fokussieren, ist wirklich dieser CGC-Mittelsmann zu sein für alle Collectibles, die du zu Hause hast sozusagen.
Das ist ja auch total krass. Das ist euch richtig gut gelungen, muss ich sagen, weil wenn man CGC googelt, Danke. seid ihr so mit der erste Treffer. Und parallel dazu, nachdem ich das erste Mal gegoogelt habe, wurde ich quasi überschwemmt mit dieser Werbung. Ich habe bei mir überall die Werbung personalisiert und seitdem kriege ich jede Menge Comic King Werbung, was ich mal total begrüße, wenn man dann direkt irgendwie so auf etwas drauf hingewiesen wird. Und das Lustige war, dazu haben mir parallel zwei verschiedene Leute auch euren Shop ans Herz gelegt und meinten, ey, checkt, wenn du dich für CGCs interessierst, unbedingt Comic King ab. Und an der Stelle ist nochmal der gute Mick aus Mick's Comic Archiv und der gute Heftig gegrüßt, die mir da euren Shop total ans Herz gelegt hatten. Und jetzt kam eine E-Mail von dir oder besser gesagt eine DM auf Instagram ins Spiel, weil ihr macht jetzt auch Games und das fand ich ja total interessant und ich bin so glücklich mit dieser 9,6. Ne? Meine Frau meint noch zu mir, ich bin verrückt, ein geöffnetes Spiel zu schicken, weil wir dachten eigentlich, dass das eine komplett andere Bewertung bekommt, so eine 6, eine 7 oder irgendwie sowas, obwohl es eigentlich gut erhalten ist, weil ich dachte eigentlich, dass man im 9er-Bereich nur sealed unterwegs ist. Wie ist das eigentlich bei Sealed-Spielen? Kriegen die automatisch eine 10 oder wird da auch nochmal Abzüge gemacht? Nein, nein, nein. Also automatisch schon mal generell nicht. Also CGC hat da bei den Games sind ja auch nicht allzu offen sozusagen, wie es um diese ganzen Grading-Parameter gibt. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Bei den Comics, da hat man da schon ein bisschen mehr Wissen. Aber generell, so, nur weil jetzt ein Game sealed ist, dann muss das nicht immer eine 10 kriegen. Das ist bei den Comics auch so, wenn du einen sealed Comic hast, der ist sozusagen ungeöffnet, dann kriegt er auch Ja. manchmal 9,4, weil der hat dann vielleicht trotzdem mal hier einen Knick oder Ja dein Spiel gut. kann ja auch trotzdem, wenn es gesealed ist, weißt du. Aber prinzipiell erhöht das natürlich schon mal die Chancen. Aber wie du siehst, dein Heft zum Beispiel, dein Heft sag ich schon, dein Videospiel hat eine 9,6er Bewertung bekommen. Ja, das ist ja eine super Bewertung, auch wenn du schon sagst, es war jetzt hier nicht irgendwie weggelegt und nie Ja. angefasst. Das ist ja top, weißt du. Ja, das habe ich auch total gefreut. Und das Interessante ist auch, man sieht ja noch vorne nochmal drauf, steht erstmal komplett in Box. Dann steht da drauf, die Box selber hat eine 9,8 bekommen, die CD auch eine 9,8, was mich total gefreut hat. Ich habe das Spiel durchgespielt auf der CD und nur Ja. noch eine 9,8 für die CD bekommen und die Anleitung wiederum eine 9,2. Und da habe ich mir noch gedacht, da eine gute Bewertung zu bekommen, ist ja super schwer, weil da sind ja diese Ja, auf jeden Fall. Halterungsbügel, wo man die Anleitung reinstopft und dadurch hat die ja automatisch Knicke drin und. Was ist da die beste Bewertung, die du gerade so spontan im Kopf hast, bei für eine Anleitung, die du gesehen hast, so in den letzten Also ein, wir zwei Monaten? ja, also wir hatten schon Anleitungen, die auch mal eine 9,8 bekommen haben. Die Sache Ja. ist halt die, das sind dann aber halt Leute gewesen, die haben das halt wirklich auch damals, als sie das Spiel gekauft haben, schon im Hinterkopf gehabt, hey, ich möchte das Spiel jetzt im bestmöglichen Zustand haben. Und das haben ja die allerwenigsten. Das heißt, gleich wie bei Comics so, wenn du dir in den 60ern irgendwie mal einen Comic gekauft hast, kein Mensch hat das so verstaut perfekt, wie Ja. man das jetzt machen sollte. Und so ist es bei den Spielen auch. Also eine 9,2 ist super und ist auch so in dem Rahmen, was wir immer sehen. Aber so, ich sag mal, Ausreißer wie eine 9,8 sieht man auch mal. Aber so eine 9,9 zum Beispiel, sage ich immer, ist eigentlich wie unmöglich. Also das sagen die so, dass es eine 9 gibt, aber das gibt es eigentlich kaum. Es ist wie bei den Comics. Es ist so, Ja. diese Ziffer ist wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass die mal vergeben wird. Und was ich dann auch noch super interessant fand, also ich habe es total abgefeiert, weil ich hatte mir die CGCs noch gar nicht angeguckt, weil auf der Rückseite wiederum sind dann auch nochmal die Download-Codes alle bewertet, weil da hatte ich jetzt drei Stück drin gehabt und die wurden mit 9,4, 9,4 und 9,4, also dreimal eine 9,4 für die Download-Codes, die hier drin gewesen sind. Und großartiges Spiel, großartige Bewertung und obendrauf wird auch noch hier, wie heißt es, der Umschlag für das Steelbook, dieses Skates, was man da drüber zieht, wurde auch noch bewertet mit der 9,4 und ich bin mehr als zufrieden. Ich finde es so cool und es sieht auch noch richtig nice aus, jetzt neben den anderen CGCs in der Sammlung drin. Allerdings muss man auch ganz realistisch sagen, Xbox One-Spiel ist das nicht gerade eins der Spiele, was sich so hundertprozentig lohnt in meinen Augen. Da gibt es echt wenige, die hochgehandelt werden, da gibt es definitiv welche. Aber ich denke mal so, das Kerngeschäft sind ja wahrscheinlich bei euch auch eher ältere Spiele oder ist das dann doch so, dass die Generation 4 hier gegradet wird? Also wir haben immer so, ich würde sagen, man kann unsere Kunden oder generell so die Sammler da so in zwei Lager unterteilen. Das sind einmal sind das sozusagen Leute, die primär ihre Sachen einfach aus emotionalen Gründen graden, zum Beispiel, weil das jetzt einfach das Kindheitsspiel ist von früher, was man immer gezockt hat und hat man einfach Bock, ey, sich das für die Ewigkeit so verkapseln zu lassen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, ich finde das Spiel zum Beispiel übel geil, aber ich will halt auch irgendwie gucken, dass ich das Ding in ein paar Jahren vielleicht für ein bisschen mehr Kohle verkaufen kann, als ich es mal gekauft habe. Und da bist du dann auch eher bei den älteren Spielen und also bei seltenen Sachen, bei irgendwelchen Gameboy oder was weiß ich für Spielen.
Aber ehrlich gesagt ist bei uns das eine ganz gute Mischung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Großteil der Spiele jetzt immer irgendwelche und irgendwelche Elternspiele sind, sondern das sind dann auch echt schon immer wieder irgendwelche coolen neuen Spiele. Zum Beispiel der Klassiker, du kannst ja mal raten, was glaubst du, ist das Spiel, was am meisten bei uns eingesendet wurde? Ich gebe dir mal einen Tipp, es ist auch ein moderneres Spiel. Also ich hätte jetzt in erster Linie tatsächlich an Pokémon gedacht, dass es vielleicht was von Pokémon ist. Ansonsten ist Zelda wahrscheinlich ganz weit vorne. Aber Pokémon, bestimmt Pokémon, oder? Ja, also so, also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Statistik drüber geführt, aber so aus dem Gefühl ist tatsächlich Fortnite Ach auch ganz was. weit oben. Ja, das hätte man nicht, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber Also es ist Fortnite. selten auf CD, ne? Das habe ich mir schon ein paar Ja, Mal ja. sagen lassen, ne? Auf jeden Fall, aber das Ding ist trotzdem, dass das sind dann natürlich auch so ein bisschen eher die jüngeren Leute, aber wir haben echt viele, viele Leute, die einfach das Fortnite-Spiel von der PS4 zum Beispiel eingeschickt haben. Ja. Zelda und Pokémon, klar, das sind so Sachen, die kennt man, aber ich wollte nochmal so einen kleinen Underdog reinbringen, an den man vielleicht nicht direkt gedacht hat, Ja, dass ist auch echt krass. viele Leute bei uns eingeschickt haben. Ja. Ist krass. Bin ich der Erste mit dem Batman-Spiel, was eingeschickt wurde, oder hattest du das schon mal in der Hand gehabt? Nee, tatsächlich schon. Das so. Also wir haben so Leute, die so generell so Batman und so generell aus dem DC-Universum Sachen so einschicken, aber das Spiel, also kann sein, dass ich mich jetzt gerade nicht dran erinnere. Ich habe natürlich auch nicht immer alle Sachen im Kopf, aber ich denke mal, du warst da der Erste, ja. Ach, das freut mich wenigstens ein bisschen. Und das fand ich also so geil bei der Witchblade Nummer 1,5 oder war es das 0er-Heft? Ich weiß es gar nicht mehr, was Ja. ich mir habe bei euch graden lassen. Da bin ich der Zweite weltweit und dann auch noch mit einer 9,8. Und das Heft ist sowieso schon super selten. Dann gibt es davon nur zwei gegradete und ich bin einer der Glücklichen, der es hier stehen hat. Das hat mich ja auch so unglaublich gefreut. Aber Ja. bei mir persönlich ist das auch so eine Mischung aus Ästhetik, weil ich finde so eine CGC im Regal unglaublich schön. Und auch aus Wertanlage dann bei Heften, die wirklich was wert sind. Ich habe mittlerweile so einen ganzen Stapel auf Seite gepackt, die ich mir definitiv irgendwann noch veredeln lassen möchte. Und ich bin da immer so ein bisschen mit mir am Ring. Was nämlich eher was mir dann doch am Herzen liegt, weil es dann so scheiße geil aussieht im Regal. Oder dann doch eher was, wo es sich vom Wert mehr lohnt. Und da bietet ihr ja auch diesen Pressservice an bei euch, ne? Hallo Freunde, ich bin der Cosmic Comic Rider und heute geht es um ein Thema oder wieder mal um eine Frage, die sich vielleicht jeder Comic-Sammler schon mal gestellt hat, nämlich wenn man jetzt so eine schöne Sammlerausgabe von etwas hat und die hat so ein paar kleine Macken oder Knicke und dann fragt man sich halt, kann man den Zustand noch verbessern? Und ich sage, ja, und zwar durch Comic Book Pressing. Genau. Also wir bieten sozusagen einen Service an, der heißt bei uns Pressen und Reinigen. Und was machen wir da? Da bieten wir sozusagen einen Service bei uns an, wo wir einfach deine Comic-Hefte sozusagen vom Zustand nochmal das Beste rausholen. Ja, also wir haben dann zum Beispiel spezielle Comic-Pressen, ja, wo wir dann das Heft sozusagen reinlegen. Dann wird das so unter Hitze wird das einmal so glatt gepresst, bleibt dann viele, viele Stunden, manchmal Tage in der Presse liegen sozusagen. Und das Ziel ist sozusagen, dass du halt so Ecken, die irgendwie abstehen, oder wenn du zum Beispiel was ganz oft ist bei älteren Heften, dass man mit den Fingernägeln beim Lesen so in das Blatt rein sozusagen so kleine Ja. Kerbungen hat. Und das kriegst du halt durch dieses Pressen nicht immer perfekt weg, aber du besserst es halt aus. Und das resultiert dann in der Regel immer in einem besseren Zustand, in einer besseren Zustandsbewertung von CGC, was dann wiederum natürlich auch heißt, hey, mein Heft ist jetzt potenziell auch mehr wert. Ja, was machen wir beim Pressen? Beim Reinigen? Beim Reinigen haben wir sozusagen so ein paar Verfahren da, womit wir sozusagen so Schmutz von den Seiten nehmen können. Ja, also ganz oft ist natürlich so, wenn du jetzt irgendwie so weiße Schrift hast oder vier weiße Stellen, dann sind die so ein bisschen fleckig oder haben hier mal ein bisschen Schmutz und da. Und den kannst du dann sozusagen auch ausbessern. Und das sind alles so Sachen. Dieses Pressenreinigen würde ich immer jedem empfehlen, der sozusagen als Absicht hat, hey, ich möchte das Ding nicht nur verkapselt haben, sondern ich möchte hier auch die bestmögliche Bewertung haben. Es gibt natürlich trotzdem Ausnahmen, also so ein Heft von 2024, was du jetzt frisch bekommen hast, Ja. da musst du natürlich nichts machen. Also wir machen das auch so, wir sind da auch ganz ehrlich, wenn ein Kunde uns jetzt ein Heft schickst, ja, sagen wir, du schickst uns jetzt ein Heft, das ist aus den 60ern, dann sage ich dir auch, hey, ich würde dir empfehlen, das nochmal reinigen und pressen zu lassen, wenn es jetzt irgendein Modern-Heft ist und du hast es jetzt bestellt, dann würde ich dir auch sagen, hey, weißt du was, ich sende dir das Geld lieber zurück, weil das macht wirklich hier keinen Sinn an der Stelle. Genau. Und was würdest du sagen, ist euer Kerngeschäft? Ist es tatsächlich das Graden von Comics? Weil ich sehe, ihr verkauft ja auch tonnenweise ist jetzt übertrieben, aber an aktuellen US-Heften und auch an klassischen US-Heften. Da ist echt einiges bei euch im Shop an. Da steht es auch der Shop hier in der Beschreibung verlinkt, falls ihr noch nicht den Shop Comic King abgecheckt haben solltet. Und ihr verkauft auch viel Comic-Hefte tatsächlich, die nicht gegradet sind, ne?
Ja, genau, so hat das bei uns auch angefangen, ehrlich gesagt. Also wir haben angefangen, sozusagen hier amerikanische Comics anzubieten, weil wir einfach gemerkt haben, hey, es gibt einfach ganz viele Leute, die sozusagen hier aus dem deutschen Markt auch Ami-Comics haben wollen und die müssen dann in den USA oder bei irgendwelchen shady eBay-Accounts und was weiß ich kaufen, haben da hohe Zollgebühren. Und dann haben wir sozusagen angefangen, hier in Deutschland sozusagen die amerikanischen Comics zu verkaufen und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, hey, die Leute haben dann halt immer mehr nachgefragt, hey, du verkaufst hier auch einen CGC-gegradeten Comic, kannst du mir den nicht irgendwie einschicken, mach dir irgendwas mit CGC und so hat das halt angefangen. Ja, das haben wir halt immer weiter unsere Produkte sozusagen ausgeweitet. Aktuell machen wir jetzt zum Beispiel nicht nur Comics, sondern Comics-Karten, da machen wir Videospiele, Funko-Pops und machen im Allgemeinen so alles mit Beckett. Also wenn du irgendwas Unterschriebenes hast, ob es jetzt ein Basketball, ein Trikot oder einfach nur eine Unterschrift auf einem Stück Papier ist, das können wir zum Beispiel auch alles einsenden. Und so hat das bei uns angefangen. Und genau aktuell, Schwerpunkt hast du ja gefragt, würde ich sagen, ist das tatsächlich 50-50. Ja, also wir haben Ach so die krass. Hälfte sozusagen von unseren Kunden, die bestellen bei uns einfach ihre Hefte. Und die andere Hälfte schickt halt ihre Comics zum Grainer. Wir haben natürlich auch viele Kunden, die machen beides, bietet sich ja an. Wer Comics grainen lässt, der kauft sich ja vielleicht auch mal eins und andersrum. Genau. Da direkt eine Frage. Ich habe gesehen, bei euch gibt es auch manchmal diese Aktion, dass man sich ein aktuelles US-Heft vorbestellen kann, das direkt graden lässt, wo dann auch so eine Art Garantie bei ist. Da steht, glaube ich, immer bei, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat mindestens eine 9,2 beim Graden oder sowas, ne? Genau, also was bei uns möglich ist, das ist nicht nur bei den Vorbestellern so, sondern generell bei jedes nicht gegradete Heft, was du bei uns im Shop siehst, das kannst du bei uns kaufen und auch direkt über uns zum Grading-Service senden. Das Coole ist, du kriegst dann in dem Falle auch 10% auf den Preis vom Comic und 10% auf den Grading-Preis, ja. Ach was. Und genau, sprich, du hast jetzt ein Heft, das kostet 10 Euro, der Grading-Service kostet irgendwie 50 Euro, dann hast du halt 60 Euro normaler Preis und dann nur 6 Euro für die 10%, das heißt, du liegst dann bei 54 Euro. Und das ist halt immer so eine coole Möglichkeit, auch ein richtiges Schnäppchen zu machen, die es natürlich auch so bei uns auf der Seite gibt, aber das ist auch nochmal eine coole Idee. Bei den Vorbestellern geht das auch, ja, also bei uns kann man auch die neuesten Cover immer von Marvel, DC und Image, den ganzen anderen Verlagen vorbestellen und da geht das sozusagen auch 9,2. Ja, das stimmt. Also wir sagen immer so eine 9,2 und besser ist immer realistisch. Bei den Vorbestellern würde ich fast schon sagen, da sind auch eher 9,4, 9,6 und 9,8 eher realistisch. Also 9,92 Ja. hast du eigentlich nie, weil wir kriegen die Dinger ja druckfrisch. Also wir kriegen die direkt von Marvel geliefert und da hat ja noch keiner das Heft in der Hand gehabt. Also da kann nie wirklich was passieren. Trotzdem sind wir da natürlich lieber so ein bisschen, dass wir so ein Verstehe bisschen ich. konservativer, weil ich glaube, da spreche ich für jeden Sammler. Du wirst lieber positiv überrascht, wenn ein Heft dann keine 9,2, sondern nur 9,6 hat, als Ja. dann doch eine 9,2, wenn ich sage 9,4, weißt du. Deswegen sind wir Ja. da so ein bisschen konservativ. Das heißt, wenn ich mir jetzt bei euch das erste Heft des Witchblade Reboots, was jetzt im Juli losgeht, vorbestelle, wird mich das jetzt in der Vorbestellung mit den ganzen Rabatten circa 54 Euro kosten. Als Beispiel, ja, also wenn das Comic jetzt zum Beispiel 6 Euro kostet oder 7 Euro, dann Ja, guckt man dann da ein, zwei ungefähr. Euro mehr, je nachdem, aber Genau, so. also unser normaler Grading Service kostet 55 Euro für das Modern, darauf kriegst du ja dann 10%, das heißt, du bist bei 50 Euro und wenn das Heft dann irgendwie 8 Euro, dann bist du da irgendwie so bei 6, 4, bei so um die 55 Euro bist du da so. Und das finde ich ist schon echt ein cooles Angebot, weil da natürlich alles Definitiv. ist. Also wir schicken das in dem Geld ist auch der Rückversand bei dir inklusive, also du zahlst bei uns prinzipiell keine Versandkosten ab. Ich glaube, 15 Euro waren das. Ja. Und genau, deswegen, das ist, finde ich, echt mal ein cooles Angebot, auch um sich mal so eine der richtig schicken neuen Variant-Cover sozusagen zu holen. Konsolen veredelt ihr noch nicht, oder? Nee, das machen wir tatsächlich noch nicht. Das liegt auch daran, dass wir gerade mit CGC erst so bei dem ganzen Thema Videospielen und generell außerhalb von Comics und Karten gerade erstmal so ein bisschen die Gewässer testen. Also unser Kerngeschäft ist auch immer noch Comics und Karten. Ja, Videospiele werden wir auch für immer drinnen lassen. Ja. Aber unser Fokus liegt gerade noch bei Comics und Karten und so andere Themen. Die werden alle in der Zukunft definitiv kommen. Wir haben auch viele Leute, die uns da schon andere Sachen gefragt haben. Aber aktuell noch nicht, genau. Ja, ich muss es nochmal sagen. Also, das ist ja meine erste Slab von Videospiel, die ich in der Hand halte. Und ich finde, es sieht so nice aus. Ich hatte es jetzt, es ist jetzt ja für mich persönlich vor 2 Wochen schon bei mir zu Hause angekommen. Seitdem steht es die ganze Zeit neben dem Fernseher im Wohnzimmer, weil ich das Ding die ganze Zeit verliebt angucke. Ich tue mich immer schwer, es dann hier ins Comiczimmer zu stellen, weil hier bin ich meistens nur, wenn ich mir nur das Comic aus dem Regal nehme oder ein Video aufnehme. Sprich, ich habe mich noch nicht dran satt gesehen. Das muss jetzt erstmal noch 2, 3 Wochen im Wohnzimmer stehen, bis es dann das erste Mal hier ruhigen Gewissens ins Regal drapieren kann. Und
Wie sieht deine private Sammlung denn aus, wenn man da die ganze Zeit diese ganzen Slaps in der Hand hält? Kannst du dich da gut im Rahmen halten, dass es noch überschaubar ist? Oder bist du dann eher so, dass du tatsächlich gar keine Slaps sammelst, weil du hast sie ja eh schon den ganzen Tag um dich rum? Oder ist es komplett eskaliert? Also, eskaliert trifft es dann doch schon besser. Also, wär schön, wenn man sich da so beherrschen kann. Nee, also tatsächlich so private Kollektion, also vielleicht nochmal so als kleiner Hintergrund auch zu uns. Also, ich mache Comic King sozusagen mit meinem Vater zusammen. Der hat so vor um die 20 Jahren hatte der in Berlin einen Comic Shop und hat mich sozusagen in meiner Kindheit dann auch viel mit dem Thema begeistert. Und dann haben wir jetzt sozusagen Comic King zusammen groß gemacht oder gegründet. Und ja, bei mir war halt immer so, seit der Kindheit schon diese ganzen Marvel-Superhelden immer super beliebt und habe mir da jetzt auch über die letzte Zeit sozusagen so ein paar schöne Hefte ausgesucht. Also ich habe viele schöne, schicke Cover, ja, viele ASM Mary Jane Cover, die finde ich persönlich immer sehr schön. Ja. Und vielleicht von so, jetzt sage ich jetzt mal noch, vielleicht mein größter Grail, den ich aktuell noch habe, ist tatsächlich ein First Punisher. Also das Oh. Amazing Spider-Man Nummer 129 ist Oh, das. das war ein sehr schönes Teil. Das ist wirklich ein schönes Heft, da stimme ich dir zu. Da hat auch lange gedauert, bis ich das bekommen habe. Das habe ich in einer 7,5, glaube ich. Also ist ein Oh, das ist schön. akzeptables Grade für das Heft. Genau, das ist so ein bisschen mein Holy Grail in meiner Sammlung. Aber ich habe Ja. auch echt viele schicke Cover. Also ich finde auch diese schönen Hefte auch von DC. Ich finde auch DC macht auch unfassbar gute Variant-Cover. Ja. Besonders jetzt auch bei den neuen, da habe ich auch echt viele, ja. Ja, fühle ich. Also ich könnte auch nicht anders widerstehen. Und ja, das heißt, ein Laden jetzt, aber eine Filiale jetzt wirklich von Comic King ist dann wahrscheinlich aktuell keine Option, wenn du sagst, also hört sich eher danach an, dass es online bleibt, oder? Ja, also prinzipiell ausschließen tun wir sowas nicht, aber aktuell ist das bei uns schon richtig. Ja, also wir machen sozusagen größtenteils eigentlich alles online. Ausnahmen gibt es halt, wir machen zum Beispiel, wenn Leute jetzt Comics graden lassen wollen. Ja, und es gibt dann zum Beispiel Kunden, die graden dann einfach 10, 20, 30, 40 Stück auf einmal. Und mit denen treffen wir uns dann zum Beispiel uns vor Ort im Büro, schauen uns dann die Sachen zusammen an. Oder beim Messen sind wir auch zum Beispiel in der Tegeler Seemesse, da waren wir auch mit den Seestraßen. Ja, so eine Sache machen wir halt sozusagen, dass wir dann da auch mal mit Ständen vertreten sind. Aber so ein richtiges Ladenlokal ist aktuell sozusagen noch nicht geplant. Wäre natürlich ein Traum, ne? Ist natürlich der Traum von jedem Comic-Ladenbesitzer, wenn du da deinen eigenen Laden irgendwo schön in der Fußgängerzone hast und dann immer die Leute vorbeikommen und stöbern. Ja, aktuell leider noch nicht geplant, aber ja, vielleicht in der Zukunft. Ja, fühle ich. Ist ja auch immer so die Sache. Lohnt sich ja auch erstmal so, den Kundenstamm aufzubauen, dann zu gucken, ob es sich lohnt, da noch einen Laden draus zu machen. Ist nur eine Sache, die ich so ein bisschen im Kopf rumschwirren hatte, ob es irgendwann auch mal eine Comic King Filiale geben wird, weil hat man ja Ja. mal so einen Kopf bei so einem Laden. Und es ist ein interessantes Thema. Ich finde es total krass, auch dieses Gefühl, was man dann hat. Also auch nochmal die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ja so diese Sache. Man schickt da das Paket los. Man weiß nicht, mit was von der Bewertung das ankommt. Dann wartet man circa 3 Monate. Dann kommt das Paket wieder an. Wobei ich muss sagen, bei drei Sachen war es bei mir jetzt dreimal fast auf den Tag genau 3 Monate. Also man wartet ziemlich genau 3 Monate aktuell. Und dann kommt das Ding an. Und wenn man dann so ein Glück hat wie ich, bekommt man drei schöne Bewertungen und freut sich einen riesigen Ast ab. Und euer System ist da wie folgt, dass ihr erstmal sammelt, bis ihr dann das nächste Paket wieder losschickt, weswegen auch insgesamt diese 3 Monate zustande kommen, oder? Genau, also wir machen das immer so, dass wir sozusagen so eine bestimmte Menge, es sind immer so ungefähr 25 Stück, sozusagen sammeln und die dann mal losschicken. Das ist immer unterschiedlich. Bei Comics zum Beispiel schicken wir da teilweise pro Woche mehrere Pakete los, bei Videospielen vielleicht ein bisschen weniger. Und genau, diese 2 bis 3 Monate ist immer so der Richtwert. Also wir haben auch ganz oft, dass sozusagen Sachen auch mal nach 6 Wochen schon wiederkommen. Ja, wenn wir sagen, jetzt 2 Monate bei den Comics zum Beispiel, bei den Modern Comics sind so 2 Monate das Normale, kommt manchmal nach 6 Wochen. Du hast natürlich aber auch mal Hefte, die kommen dann irgendwie nicht nach 18, sondern nach 9 Wochen an oder nicht nach 3 Monaten, sondern nach 3,5. Irgendwo sind uns dann natürlich leider die Hände gebunden. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen die Sachen losschicken, kann immer mal sein, dass das beim Zoll hängt, aber ich würde schon sagen, man kann sich auch definitiv auf diese erwarteten Zeiten sozusagen, die wir da bekannt geben, verlassen. Also es liegt eigentlich zu 99% immer in der Range. Ist auch noch eine Sache, die ich hier nochmal erwähnen wollte, auch wenn ich es in den ersten Videos zu euch schon erwähnt habe, den ganzen Zollpapierkram und alles, was dazugehört hat, ist auch eine Sache, den sourced man als Kunde komplett aus, wenn man bei euch halt was graden lässt. Das übernimmt ihr nämlich komplett. Und wie sieht das so bei deinem Tagesablauf aus? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, Ja. weil wie viel Zeit des Tages investierst du in Zollpapier und alles, was dazugehört, und wie viel in den Comic-Shop als solchen? Also fühlst du dich manchmal mehr wie ein Zollbeamter als wie ein Comichändler, oder?
Also ich probiere das mal in Prozenten so anzugeben, dann kriegt man, glaube ich, ein gutes Bild dafür. Also tatsächlich, diese ganzen Zollgeschichten ist schon nicht ohne. Wenn man sich da aber einmal richtig reingefuchst hat, sozusagen, dann ist das natürlich irgendwann überschaubar. Ich würde aber schon sagen, so bei den Grading Service, wenn ich jetzt Thema irgendwas wie ein Grading Service mache, ist schon mal mindestens so 60, 70% diese ganze Vorbereitung. Also du musst die ganze Sendung anmelden, du musst dann die Versandlabels erstellen, du musst natürlich die detaillierte Warenbeschreibung angeben und so. Und wenn du da natürlich irgendwas falsch machst, ist der Worst Case, dass das Paket dann immer zurückkommt. Ne? Dann sitzt du auf den Versandkosten und sagt der Zoll, nö, exportieren wir jetzt mal nicht, da fehlt uns irgendein Dokument. Ja. Dann kommt das Ding halt wieder zurück. Ja, aber mittlerweile haben wir uns da natürlich. Haben wir uns natürlich jetzt richtig eingelesen und wissen da genau, wie man das alles zu deklarieren hat. Aber tatsächlich ist so im vom gesamten Zeitablauf ist so das Größte eigentlich so das Paketepacken generell. Also ob es jetzt ist für eine Bestellung, für einen Kunden oder für den Grading-Service, wenn wir jetzt irgendwie News haben, Paket da geben wir uns immer sehr viel Mühe, dass da nichts kaputt geht. Ja, weil das Letzte, was du natürlich möchtest, ist, wenn dein Heft um die halbe Welt geschickt wird, dass das dann irgendwie schlecht verpackt wurde. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein Zeitfaktor, wo wir uns viel Liebe und viel Zeit nehmen, genau. Da noch eine der größten Sorgen, die ich von so vielen Zuschauern gelesen habe. Viele haben mir schon geschrieben, dass sie Angst haben, dass das Heft einfach verloren geht, weil es in die USA wieder zurückkommt. Und ich sagte dann immer, ich habe es jetzt dreimal gemacht und insgesamt viermal was graden lassen. Und bei mir ist noch nichts verloren gegangen. Wie ist das denn? Ist das bei euch? Kannst du da eine Prozentzahl angeben? Wie viele Comics gehen verloren in der Woche bei euch, die in die USA schickt? Voll schlechte Werbung, wenn ihr jetzt sagt 20%, aber das wird so gut wie nie vorkommen, oder? Also da kann ich ganz ja, selbstbewusst und mit gutem Gewissen meine Hand für uns vorlegen, dass das noch nie passiert ist. Bin schon Also wir haben jetzt in der ausgegangen. ganzen Zeit noch nie ein Heft auf dem Weg in die USA verschwunden oder zurück. Das passiert aber nicht. Wir arbeiten da mit UPS zusammen und die sind da ein sehr, sehr, sehr seriöser Partner sozusagen. Da ist noch nie irgendwas passiert. Das Einzige, was wir jetzt hatten, war das CGC selber. Dass CGC selber mal eine Karte beschädigt hatte, die sie bekommen hat und uns dann dabei den ganzen Preis plus alle weiteren Kosten und noch Umstandskosten sozusagen obendrauf alles zurückerstattet hat, weil die es denen natürlich auch leid haben. Am Ende muss man sagen, das sind natürlich auch nur Menschen. Und da Ja, kann natürlich klar. auch, das darf natürlich eigentlich nicht, ne, passiert auch nie. Also das war jetzt eine von 5.000 vielleicht, von 5.000 eingeschickten Objekten war das jetzt eine einzige Sache, die dann wirklich mal irgendwas schief lief. Aber besonders bei diesem ganzen Versandthema, da passiert einfach nichts. Das sind alles Profis. Und ich sag mal, selbst wenn, sind alle Pakete immer sozusagen versichert. Also wir haben da so eine Collectibles-Versicherung, dass selbst wenn wir da irgendwie Hefte, die tausende Euro wert sind, einschicken, wenn da irgendwas verloren geht, kriegt man immer den kompletten Wert zurück. Also ich sage, er hört sich immer leichter an als gesagt, aber man kann sich da echt zurücklehnen, entspannen, auf unsere E-Mails warten, dass man da schön auf dem Laufenden gehalten wird. Und da passiert wirklich noch, also es ist wirklich noch nie was passiert bei dem Versand. Also, ich hoffe, ich konnte ein, zwei Leute von euch da die Angst nehmen, weil ich habe da zwei spezielle Zuschauer im Kopf drin, die überkrasse Hefte zu Hause liegen haben. Und mit einem schreibe ich auch immer wieder, der dann mich auch schon komplett ausgefragt hat zu dem ganzen Grading-Thema, weil er das so auch so interessant findet und bei sich halt ein paar Sachen liegen hat, die unbedingt gegradet werden müssen, der nur ein bisschen Angst hat, dass ein Paket verloren geht. Und ist das nochmal, ich habe es jetzt auch selber schon dreimal über euch gemacht und das ist immer sicher zu Hause angekommen. Und die Verpackung muss auch immer überkrass mit Gummibären. Obendrauf noch ein kleiner Zettel und ein Gratisheft. Das ist auch immer noch so eine Sache. Mal, ihr schmeißt immer schöne Gratishefte rein. Noch als kleines Goodie, wenn man was graden lässt. Und feier ich auch ab. Und ich hoffe, euch hat die illustre Auswahl an Fragen gefallen, die ich dem guten Niklas hier gestellt habe. Weil ich bin soweit durch mit den Sachen, die ich von dir erfahren wollte. Aber du hast noch eine kleine Aktion mit am Start, auf die ich jetzt hier aufmerksam machen wollte, dass du darauf aufmerksam machen wolltest. Ihr wisst, was ich meine. Hau raus. Was hattest du Genau. dir überlegt? Ja, also folgendes, ja, für alle Leute, die sich so generell für das Thema Grading noch weiterempfehlen, haben wir sozusagen so eine kleine Verlosung. Und zwar gibt es von CGC, ich halte das mal hier kurz in die Kamera, ich hoffe, man kann das sehen. Das hier Ja. ist der offizielle CGC Grading Guide für Comicbücher. Ja, das ist sozusagen so ein Hardcover-Buch, ist ziemlich dick. Ja. Und was steht da drin? Da erklärt CGC sozusagen selber, was ist Grading, wie funktioniert das und meiner Meinung nach das Spannendste. Was für Mängel haben, was für Auswirkungen auf mein Grade. Also das ist ein richtig geiles Nachschlagewerk für jeden, Ja. der sich zum Thema Grading interessiert, weil du dann echt zu Hause gucken kannst, hey, mein Comic hat jetzt hier oben einen Knick oder hat hier einen Wasserschaden. Was hat das für den Grade? Dann steht dann zum Beispiel, CGC wird bei einem Wasserschaden das auf eine 6,5 bis 8,0 runterstufen, den Grade. Ja, und das ist sozusagen
Das ist sozusagen ein Buch, was wir gerne verlosen würden. Also an die Person, die sozusagen von deinem Kanal kommt und die nächste Grading-Bestellung, also ist egal, was ihr da graden lassen wollt, bei uns aufgibt. Ihr habt da so im Checkout-Prozess, habt ihr da so ein, ich glaube sogar schon im Warenkorbbereich, habt ihr da so ein kleines Feld, da könnt ihr irgendwas reinschreiben, so eine Notiz und schreibt da einfach irgendwie rein, hey, wir kommen jetzt hier vom Video, ich komme von YouTube, vom Team Comic-Fans. Und dann verschenken wir sozusagen dieses Buch an die erste Person, die ja, den Grading-Service dann bei uns bestellt mit diesem kleinen Hinweis. Ich glaube, es ist auf jeden Fall Sehr coole Sache. eine geile Möglichkeit, um das Thema Grading nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, ich denke, eine sehr interessante Möglichkeit. Ich finde es richtig cool. Danke für diese coole Aktion. Ich habe das auch eben erst erfahren und finde, dieses Buch sieht so cool aus. Also Jungs und Mädels, allein deswegen lohnt es sich jetzt, was graden zu lassen, weil ihr noch dieses Töneteil bekommt, wenn ihr halt jetzt rechtzeitig zuschlagt oder zumindest der oder die Erste, die was graden lässt. Und ich sage es doch mal, es ist so ein cooles Gefühl, wenn ihr euch ein Collectible aus eurer Sammlung nehmt. Ich sage es extra Collectible, weil er hat ja gerade eben erwähnt, die machen alles, was unterschrieben ist. Funko Pops, Videospiele, Comics, und wenn ihr euch davon ein schönes Teil aussucht, dann könnt ihr es je nachdem eine schöne Bewertung bekommen. Selbst wenn es ein Spiel ist, was ihr schon durchgezockt habt, wo ihr die Anleitung durchgeblättert habt, wo ihr die Download-Codes eingelöst habt, kann doch so eine schöne 9,6 rauskommen. Und hätte ich das Spiel nicht noch digital für den PC und für die PlayStation 4 oder besser gesagt PlayStation 5, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht graden lassen, weil das werde ich definitiv nochmal irgendwann durchspielen. Aber so habe ich die einzigste physische Version davon jetzt schön veredelt im Regal stehen. Und noch kurz gefragt, über Comics hast du es gerade beantwortet. Wie sieht es mit deiner Grading-Videospiele-Sammlung aus? Konntest du dich da noch zurückreißen oder hast du dir auch schon ein paar Sachen veredeln lassen, wie Fortnite zum Beispiel? Nee, Fortnite habe ich tatsächlich nicht. Das habe ich, war nie so ganz mein Spiel. Aber nee, tatsächlich bei den Videospielen ist bei mir noch ein bisschen übersichtlicher aufgeschaut. Also ich bin eher so der Comic-Nerd, würde ich jetzt mal sagen. Bei den Videospielen, was ich zum Beispiel aber in meiner Reihe habe, ist ein schönes altes Pokémon-Game, das Originale von, ich glaube, das war nicht das, ich glaube, das war nicht die sozusagen das erste Spiel, ja, was Ja. damals, sondern noch mal eine spätere Version. Die Ich habe gelbe nicht mehr. Version, ich glaube, das war irgendwie die Ja, Zusammenfassung aus Rot ich und glaube Blau, wenn ich schon. es richtig auf die Kette bekomme. Das kann sein, genau, das habe ich, aber ich habe bei den Videospielen noch, ja, Betonung auf noch, also das wird in der Zukunft wahrscheinlich mir auch noch mal ein bisschen in den Fingern zucken, mir da ein, zwei Sachen einzuschicken, aber ja, genau. Ja, fühle ich. Und Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Videos. Ich werde euch von Comic King alles in der Beschreibung verlinken, von Instagram über die Internetseite und was sonst noch so alles dazu gehört. Ich weiß gar nicht, seid ihr noch auf anderen Social Media Plattformen unterwegs wie Facebook oder TikTok? Also wir sind bei Instagram, bei Facebook und sozusagen bei uns im Online-Shop. Wir werden in Zukunft, kann ich jetzt hier vielleicht schon mal exklusiv ein bisschen leaken, habe ich noch nie irgendwo gesagt. Es gibt so eine Plattform, die heißt Whatnot. Da kann man Ja. sozusagen so, da gibt es Livestreams und da kann man in Livestreams sozusagen Sachen verkaufen. Das mit super coolen Features. Da Ah. wurden wir sozusagen auch von denen, haben die uns da sozusagen angeworben und gefragt, hey, habt ihr da nicht Bock drauf? Also vielleicht schon mal so, ja, so gegen Ende dieses Sommers könnt ihr dann auch so Livestreams von uns erwarten, wo ihr dann direkt in den Livestreams so Gebote abgeben könnt auf verschiedene Collectibles. Das werden dann größtenteils Comics sein, die wir verkaufen. Also das kommt dann noch dazu, aber aktuell sind es nur Facebook und Instagram, genau. Ja, Jungs und Mädels, ihr wisst Bescheid. Die Links findet ihr jetzt alle in der Beschreibung drin und ich würde mich freuen, wenn ihr Comic King mal abcheckt, euch das Angebot ein bisschen anguckt und ein bisschen Liebe da lasst und liebe Grüße, wenn ihr durch das Video auf die guten Jungs von Comic King aufmerksam geworden seid. Und ansonsten sei gesagt, ihr würdet auch das Video hier damit unterstützen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben raushaut und im besten Fall noch ein Abo, damit ihr das nächste Video nicht verpasst und auch an meiner Stelle hier Facebook, TikTok und Instagram abcheckt. Damit sind wir durch fürs heutige Video. Danke dir, Niklas, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein! Ciao, ciao.